Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Parfümsammlung. Und dann fangen wir mal an. Und zwar habe ich hier ein Parfüm. Die meisten habe ich so von Polen. Jetzt sprühe ich mal einen Deckel, damit ich es so sagen. Es ist so frisch, riecht das. Ich sage euch immer so. Ein bisschen. Ich liebe Frische und Parfümdüfte hauptsächlich. Und dann gibt es, also sind immer Dupes, sag ich mal. Ich habe nur ein oder zwei, nicht viele Originale. Das riecht so frisch, leicht blumig. Dann machen wir mal mit dem hier weiter. Das habe ich, das zweite. Eins habe ich schon mal aufgebraucht. Ja, das riecht so blumig. Dann habe ich hier das Adidas. Das kennt ihr ja bestimmt schon. Die sind immer dunkel gelagert, meine Parfüms. Machen wir mal. Hier ist ein kleines vom, ich weiß gar nicht, war das DM so? Mit Blaubeere? Das sprühe ich jetzt ja nicht. Das hier will ich mir nachkaufen, deswegen habe ich die Flaschen noch. Vom Primark ist das, wenn es das noch gibt. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Weil ich war schon lange nicht mehr beim Primark. Mal gucken, wann ich das schaffe, mal wieder hin. Habe ich hier. Eins. Ja. Sehr schön ist das, dann habe ich so eins. Das riecht mehr so, also so frisch. Dann habe ich Bruno Banani, das Parfüm. Das war mal mein Lieblingsparfüm, aber ich finde, das ist mehr Herbst, Winter. Da werde ich das dann wieder. Dann habe ich zwei von Trend It Up. Einmal das braune und einmal das rote von Trend It Up. Dann habe ich Bruno Banani, die Variante. Das riecht, ja, ist auch mehr herbst-winterlich für mich. Dann mein ganzer Stolz, Robert Geissini, also von den Geißen. Das liebe ich. Als Frauenduft würde ich mir auch nachkaufen, wenn es alle ist. Aber zurzeit habe ich noch genug. Von denen habe ich viele. Von denen. Ich hier so sind. Ich muss meine. Ja, das ist auch mehr frisch so. Mehr für jede Jahreszeit für mich. Dann habe ich das von Bruno Banani. Ich wechsle ja mal ab, so ein bisschen. Dann habe ich dieses Parfüm, das riecht auch ganz gut. Dann habe ich das von Polen,
Also ich koche die ja nur in Polen, wenn ich nicht in so Ausnahmen habe in Deutschland. Ja, nicht mehr so. Ich kann schon gar nichts mehr. Das sind die Duke, sag ich mal. Ich spüre jetzt nicht mehr. Ich kann schon nicht mehr riechen. Meine Katze, die liegt auch hier und guckt wieder zu. Ich zeige euch die mal. Wenn einer Fragen zu dem Parfüm hat, also es kostet immer 2 Stück 16 Euro so in Polen. Dann habe ich das. Das habe ich aus Deutschland. Denn von denen, die gibt es ja in Douglas, das Original, diese Estee, ich weiß gar nicht, wie die im Original heißen jetzt, davon habe ich eine ganze Menge von der Marke. Hier ist noch eins davon, stellt man nebeneinander. Eigentlich so, dann habe ich dieses, das riecht hammergeil. Dann habe ich dieses von Polen. Ja, hauptsächlich Polen-Parfüm. Denn das ist auch von Polen. Habe ich nicht nur, hat meine Mutter und von meinem Bruder die Freundin auch. Dann ist hier so ein kleines Dann habe ich von Essence das Parfüm. Dann habe ich hier 2 von Eau Twist. Davon hatte ich schon mehr, aber die sind alle und habe ich nicht mehr. Die Verpackung, das einzige ist vom Primer. So, dann habe ich das hier. Pack ich mal aus. Das ist so ein Herz. Ist auch sehr schön. So. Dann habe ich Adidas. 500 ml. Das habe ich von Douglas. Das ist die große Flasche. Liebe ich auch. Ist schon die 2. Die ich mir davon geholt habe. Dann habe ich hier von New war das, Exfoliator. Einmal dieses so ein Showergel und dann das Parfüm drin ist. Kann auch aus der Box, kann weg. Dann habe ich einmal das hier vom Polen. Immer so verpackt. Denn das benutze ich zurzeit. Das ist sehr schön. Dann hier. Das wieder kann aus der Verpackung. Die riecht sehr schön. Sommerlich halt. Und dann habe ich eins noch vom verpackt vom Polen. Das zeige ich euch auch noch. Und dann sind wir auch schon, glaube ich, durch mit dem Parfüm. Ja, in der Handtasche nicht noch und im Auto, aber das wollte ich jetzt nicht noch rausholen. Dann ist hier so eine süße Feder drin. Habe ich in dem anderen auch. Das sieht dann so aus. Das war auch sehr schön. Mehr so frisch jetzt für die Jahreszeit. Sonst mag ich mehr blumig oder so, aber
Herbst, Winter, mehr frisch. Das war meine Parfümsammlung. Sehr viel. Ja, ich muss mal gucken. Ich bin mal gespannt, was jetzt als nächstes. Zwischendurch gucke ich ja in Polen, aber eigentlich habe ich ja reichlich. Aber wenn mir eins zusagt, dann nehme ich mir das auch gerne mal mit für den Preis. So, ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, weil es abonniert nicht jeder meinen Kanal. Ich habe jetzt 12 Abonnenten von 57, glaube ich, Zuschauern. Ja, ich bedanke mich recht herzlich und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Beauty Puppy.